Aha. Entschuldigt, dass es hinter mir aussieht wie in einem scheiß Messi-Laden. Messi zu Hause. Aber wir sind ein bisschen am Umstellen. Daher, it is what it is. Heute mache ich so, nicht auf Krampf, aber einfach so zwischendurch mal wieder ein normales 5M-Erlebnis, um euch zu zeigen, wie der normale Spieler trotzdem auf gefühlt allen 5M, nein, nicht gefühlt, auf jedem 5M-Server trotzdem seine super tollen RP-Erfahrungen sammeln kann. Genau. Nation V. Ich probiere einfach mit dem Account ein paar Server aus, weil der Account, der ist alt. Ich habe mir jetzt keinen neuen gekauft. Noch nicht. Aber mal gucken, wo der nicht gebannt sein sollte. Das ist immer wieder überraschend zu sehen, wie lange es dauert, den ihre Falschkrypto runterzuladen. Übrigens, wie sieht das T-Shirt aus? Es ist eins von ganz vielen anderen, aber das sieht aus, als würde ich in einer Werkstatt arbeiten. Oder in einer Burgerbude. Irgend so eine Hipster-Burgerbude namens VDM. Naja, super, super Sache. Jemand. Ich sehe nichts. Soll das so sein? Der Server ist auf jeden Fall geil. Der Server ist auf jeden Fall geil. Hallo. Was ist Wakelp? Hallo? Was? Wakelp, du bist ein Kelp. Ich sehe nichts. Ja, dann würde ich mal lieber die Augen aufmachen. Ich sehe wirklich nichts. Es ist durchsichtig. Alles. Alles? Ja. Dann würde ich dir empfehlen, halt trotzdem eine Tablette zu nehmen für deine Augen. Na jetzt ernsthaft, also... Keine Ahnung, Bruder, du fragst mich Sachen, Bruder, bin ich Gott, bin ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer du bist, du redest mit mir, ich sehe dich nicht. Ich sehe hier nichts. Wakelbi, ich bin vor dir, Wakelbi. Heb mich mal hoch. Komm mal her, Alter. Kannst du mich hochheben? Komm mal zu mir. Wo? Geht nicht, kann ich nicht machen. Was soll ich machen? Hier steht, sie sind ein Versager. Du musst warten, Bruder, du musst warten für Einreise. Ich gehe einfach, ja? Tschüss. Ja, geh einfach. Was ist das? So etwas existiert ja auch noch. Einfach einreisen, wo du eh nichts sehen kannst. Verstehe ich nicht. Dann wird es wohl nicht dieser Server sein. Alles klärchen. Ich würde viel lieber auf meiner Terrasse sitzen und Pfeife rauchen, als diese Scheiße hier zu machen. Ernsthaft. Aber, wie Papa Monte bereits sagte, das Haus bezahlt sich nicht von allein. Aha. Ich spawne im Dach. Okay. Ich meine, die werden mich halt eh nicht reinlassen, so, aber die werden mich sofort wegbannen, genau. Ah, Charlie Chaplin. Super. Schön, dass ich dich hier treffe. Moment. Könnte ich sie einmal bitten, vorne zu warten, oder? Ach, die Rede an die Menschlichkeit, oder wie war das? Genau. Also es wäre halt schon nett, wenn sie einmal vorne warten könnten. Dann würde ich nämlich noch das Einreisegespräch machen und dann würde ich direkt zu ihnen kommen, ja? Sie könnten tatsächlich auch mit das Gespräch mit mir zusammen machen, weil wir gehören eh zusammen. Also ich wollte eigentlich mit ihm die Einreise machen. Wir reisen zusammen ein. Ja, das geht aber leider nicht so einfach. Ah, wer ist denn Armando? 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 Das weiß ich tatsächlich nicht. Armado 246, ja? Has been set to user. Wer ist das? Warum kann ich den Admin-Chat lesen? Das kann jeder Bürger. Ah, das ist normal hier, okay. Also ich würde das Ganze einmal kurz klären, oder wäre ich super für Sie da, ja? Frag ihn mal, wir machen doch eh die Einreise zusammen. Nee, zusammen geht das nicht, ich würde die ganz gerne einzeln machen. Ja, das ist voll unnötig. Ja, tut mir leid, aber so ist das Leben halt, ne? Der gehört auch zu uns, der Bauarbeiter. Die Bauarbeiter. Oh, jetzt kommt, wir sind hier, um den Müll rauszubringen, ne? Wir sind hier, um den Müll rauszubringen. Richtig, schön, dass Sie da sind, nehmen Sie den direkt mit. Alles klar, ich... Jungs, könnte ich euch trotzdem einmal bitten, draußen zu warten? Familie. Ah, die sind nur da, um den Drucker zu reparieren. Schauen Sie. Ich weiß auch nicht, der ist manchmal so ein bisschen defekt. Ich mach das mit denen. Machen Sie ruhig weiter. Lassen alles, Sie sich nicht stören. Alles klar, perfekt. Und woran liegt's? Ja, Schreien Sie bitte nicht. Schreien Sie bitte nicht. Also. Und Magenta fehlt anscheinend, deswegen will das. Magenta fehlt. Scheiße. Ich hab doch extra ein Ticket geschrieben an die IT. Oh, Mann, könnte man die Tickets bearbeiten da hinten? Ja, was machen Sie jetzt? Also. Ja, ich glaube, das Gerät müssen wir austauschen. Ja, der Drucker sonst muss geht das nicht. Soll ich vielleicht auch mal gucken? Also ich habe damals auch tatsächlich gelernt. Also aufschweißen ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Ah, ist repariert. Ist repariert. Wirklich? Schauen Sie mal. Drücken Sie den Knopf hier. Warte, ist das die richtige Farbe? Ich leck mal ganz kurz ab. Ich kenne nämlich Farben an anderer Schmecker. Ah, wir müssen die Farben zuerst noch vermischen. Moment. Ah, Mischfarben? Och, das ist ja eine schöne Idee. Okay, aber bitte nicht übertreiben, also nicht bisschen, so viel. Ne? Bisschen leiser. Entschuldigung, wenn Sie zu doll blasen, dann geht das kaputt. Dann irgendjemand muss hier auch arbeiten, ja? Sonst können Sie nicht Ihren Job machen. Ja, sagen Sie lieber Danke. Sagen Sie Danke und gehen Sie wieder. Vielen lieben Dank für die Hilfe, ja? Ja, aber so ein kleiner Hammer, der wird es vielleicht auch tun. Oh, stimmt, warum Hammer? Hammer, ja, oh, verdammt, die Hammer. So Hammer, der wird es auch bringen, glaube ich. Ja, klar, die Hammer, sicher. Warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Hä? Ja, Mensch, ich dachte, wir sind Handwerker. Wir sind zwar anscheinend nicht gute Handwerker. Der hätte den Drucker auch selber reparieren können. Stimmt wirklich.
So, geht's weiter jetzt? Wir sind hier gleich fertig. Ja, der Lärm hat ein bisschen Zeit verschwendet, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe mal, dem Drucker geht's jetzt wieder besser. Wie heißt der Herr? Ist der Drucker wieder referiert? Oder? Ich bin Mason. Nee, noch nicht. Mason. Komm mal kurz mit, Mason. Ich habe eine Frage an ihn. Ich bringe ihn sofort wieder, Alles gut, kein Problem, lass dich ruhig zeigen. Ey, hat er dich schon nach deiner ID gefragt? Nein. Kannst du dem einfach sagen, deine ID ist 235? Warum? Ja, weil das meine ist. Kannst du das bitte machen für mich? 235, ja? 23. Ich versuche es. Ja, mach. Mach ich. Das wäre zu geil, wenn das wirklich funktioniert. Das wäre schon legendär eigentlich. Fast so gut wie die Admin-Videos, aber auch nur fast. Servus. Oh moin. Eine Frage noch und dann wäre ich hier durch, ja? Und die Typen da vorne, die machen mir Angst. Vor allem der mit seinen komischen Handschuhen. Ja, der mit seinen Michael Jackson-Handschuhen. Ja, ich weiß, der ist allgemein ein bisschen komisch. Daher wollte ich jetzt eigentlich gehen, aber ich wollte vorher noch meinen Rucksack leeren. Ups. Was haben sie denn alles im Rucksack dabei? Oha, das geht ja gar nicht. Oh, das ist doof. Das ist doof. Oh, das ist sehr doof, dass das nicht geht. Laut Rainer Winkler sind sie für mich jetzt, ne? Das ist korrekt. Mein Rucksack lernen. Ihren Rucksack lernen. Ich wollte eigentlich in die Stadt und Drucker reparieren, aber irgendwie... Ja, das machen wir eigentlich auch gerne, aber die Laubgebläsen müssen doch jetzt echt nicht sein, oder? Bitte unterlassen Sie mal. Lassen Sie mich endlich rein. Also, machen Sie doch keine Szene hier. Nein, ich mache gar keine Szene. Also auf jeden Fall ohne Gespräch. Nein. Also ich kann dich auch bannen, wenn du möchtest. Ich kann dich aber auch bannen, wenn du möchtest. Ich kann mich auch entbannen. Okay, dann zeig mal. Alles klärchen. Ja, dann bann mich mal, ne? Mach ich. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen, hätte ich jetzt wirklich einen Admin-Account. Schade. Man kann ja mal flunkern. Man weiß ja nie. Vielleicht habe ich manchmal einen Admin-Account, vielleicht auch nicht. Och nee, oder? Der geht nicht. Bitte tötet mich, Junge. Ich höre im Ingame-Voice jemanden reden. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh nein. Oh, meine Hose gibt's auch nicht einfach so. Oh, egal. Nee, ich kann mir das nicht anhören. Junge, diese Vollidioten mit ihrem scheiß Billig-Aldi-Headset. Das regt einen aber auch auf, ey. So. Wie anschnallen? Wie? Wie? Wie soll ich mich denn anschnallen? Wie? Hä? Ey, ich kann das nicht, ne? Ich fahr so. Ist mir egal. Ich fahr mit dem Piepsen. Ist egal. Ich fahr so. Ich hab jetzt 1000 Knöpfe gedrückt. Und nichts hat funktioniert. Wird schon klappen. Ein Hurrikan. Wäre geil, wenn der offen wäre. Schade. Hätte ja sein können. Ich kann's nicht mehr hören. Dieses Muchgeräusch. Mal eine ganz doofe Frage. Wo soll das Krankenhaus sein? Ich fahr jetzt einfach zum PD. Ach ja, mein Roller ist kaputt. Okay. Sir, muss ich mal mein Auto kurz, ja? Ja. Sir, wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Ja, der Roller ist kaputt. Nee, Sie fahren doch auf der falschen Seite tatsächlich, Sir. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Scheiße, Mann. Ja, der Roller ist kaputt. Also, wollen Sie nicht mal langärmiges Sweatshirt anziehen, Sir? Ja, wollte ich auch. Büro gehen, ein paar Plastikarme dran machen oder so. Ja, wollte ich machen, aber... Sie vielleicht am Vespucci-Bay schwimmen und wurden von einem Hai angegriffen, Sir? Könnten Sie mir helfen, diesen Scheiß irgendwie von der Straße zu drehen, irgendwie? Ich kann Ihnen das reparieren, Sir, ja? Ja, das wäre auch super. Ja, ich repariere. Aber versprechen Sie mir, gehen Sie zum Doktor und machen Sie sich da irgendwelche Plastikarme dran. Nope. Ist repariert? Nee, noch nicht, Mann. Hier sind die Kabel sind alle hier verklemmt, Mann. Scheiße, Mann. Was hast du denn damit gemacht, Mann? Weiß ich nicht. Ich bin einfach gefahren. Also ich bin gegen einen Baum gefahren. Ja, das ist natürlich schlecht. Die Palme da vorne. So, Sir, jetzt müsste der eigentlich wieder funktionieren. Testen Sie mal, Sir. Ja, super. Ja, sehr schön. So, ja, viel Spaß. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie immer noch. Der ist für Sie. Was denn? Der hier. Hässlicher Wagen. Okay. Oh, die Staatsbank wird ausgeraubt. Fahren wir da hin? Ja, also ich bitte Sie, sich... Halten Sie die Schnauze. Die Staatsbank wird ausgeraubt. Das bedeutet Action. Oh, oh. Oi! VDM. Ja, geiler Server. Nicht. Man erkennt halt auch schon... Wo sind meine Arme hin? Hatte ich die ganze Zeit keine Arme? Jungs! Was? Meine Arme! Eventuell sollst du... Ach, das ist gerade kein Arzt da. Nope! Oh oh. Nope! Oh oh. Oh, hat eine Waffe gezogen. Bitte keine Waffe ziehen. Hören Sie auf. Das ist unfair! Sie haben eine Waffe, ich nicht! Das ist unfair! Warum haben Sie eine Waffe und ich nicht? Das ist ungerecht! Na... Das ist unfair! Hören Sie auf! Unfair. Hey, okay, Hände hoch. Hände hoch. Tut mir leid. Sorry, er hat mich angeschossen. Ja, aber warum greifst du ihn dann einfach an? Er hat mich angeschossen. Hallo. Ja, was ist denn das? Ja, okay.
Weg mit ihrer Waffe! Weg! Weg mit ihrer Waffe! Weg! Hören Sie auf! Hören Sie auf, Sie machen mir Angst! Hören Sie auf zu schießen! Ich hab Angst! Was ist mit dir? Die haben beide mit Waffen auf mich geschossen, die Typen. Okay. Also, ich habe mich nur verteidigt, wollte ich festhalten. Ich bin kein gefährlicher Bürger, die haben beide geschossen. Okay. Könnten Sie mich vielleicht, operieren? Bin leider kein Medic, sorry. Könnte ich mir Ihr Auto ausleihen? Ich kann Sie mitnehmen. Okay, das ist gut genug. Warten Sie, ich nehme Sie mit. Ah, warten Sie gerade eine Sekunde, ich komme sofort, ja? Nicht nochmal schießen, ja? Und du auch. Nicht nochmal schießen, bitte. Oh, Moment. Er ist weggefahren. Ich hätte einsteigen sollen. Die Staatsbank ist gar nicht mal so weit weg. Mit etwas Glück könnte ich sogar da ein aufgeschlossenes Auto finden, weil das da relativ hektisch ist und nicht jeder sein Auto abschließt. Ich muss halt nur hinkommen. Stopp, stopp, warten, halten Sie an, stopp. Mir wurden meine Hände amputiert. Bitte nehmen Sie mich mit. Was ist kaputt? Meine Hände, die wurden mir abgerissen. Aber wie schnall ich mich denn an? K-Muskel. Danke. Warum hast du keine Hände? Ja, die Typen, die da hinten liegen, die haben die mir abgerissen. Ah, okay. Sind Sie Arzt? Ja. Oh, Sie können die bestimmt wieder dran nähen. Vielleicht. Ja, doch. Vielleicht. Oh, ich habe mein Handy vergessen, verdammt nochmal. Hm? So, hinten in der Ecke. Kommen Sie mit. Das ist ein Troller. Oder verfolgt mich jetzt? Nevermind. Hab ihn abgeschüttelt. Auf zum Staatsbankraub. Oh. Servus. Was Sie hier machen? Ich bin Mediziner, ich wurde gerufen. Soll ich hier warten? Nee, Sie könnten mir ein Pflaster mal kurz fahren, bitte. Kommen Sie mit. Ich glaube, der riecht. Sie mir Ihre Behandlung durchs Auto geben oder was ist das jetzt? Wie bitte? Wollen Sie die Behandlung durchs Auto geben oder was führt denn das jetzt? Ja, wo liegt Ihr Kollege? Ich brauche ein Pflaster. Ach so. Ich brauche eine kleine Bandage ums Bein, ich bin hingefallen. Ja, steigen Sie ein, ich gebe Ihnen Pflaster. Ich darf vielleicht gleich am aktuellen Startfang rauf. Ja, Pflaster gibt's auf dem Beifahrersitz. Wollen Sie vielleicht rauskommen und meine Bandage geben oder? Ich fahre dann einfach wieder. Hier sind so safe überall Admins. Ist doch irgendwo noch ein Hintereingang. Wenn ich da durch den Hintereingang laufe, dann bin ich safe. Hallo, ich bin eure Unterstützung. Ich bin die Unterstützung. Ja, ich bin die Unterstützung. Was kann ich tun? Was kann ich tun? So, stell dich mal zu den anderen. Nicht so schnell bewegen. Komm mit. Wo? Komm mit. Warum hast du durchsichtige. Ach, egal. Komm hier. Die sind abgefallen. Die sind abgefallen. Rein. Ja, servus, Jungs. Alles klärchen. Eine falsche Bewegung, es knallt. Alles klar. Hi, ich bin eure Unterstützung. Ich bin eine weitere Geisel. Und einen Sack über den Kopf. Hi, was geht? Jetzt haben wir noch drei Geiseln. Rede noch einmal. Ich steck dir jetzt den Taser im Mund. Ihr könnt mich aber nicht fesseln, denn ich hab gar keine Arme mehr. Cisco? Ja. Digga, ist das jetzt wirklich Cisco? Ja. Sag Bananensaft. Bananensaft. Du kommst gleich. Halt's Maul. Hey! Fail RP. Ich glaube, der Admin hat euch gerade eine Geisel geklaut. Nee, das war einer von uns. Ah, es war ein Kollege. Scheiße. Wie schaut denn jetzt der Plan aus? Was habt ihr vor? Ihr seid ja nicht sehr professionell, wie ich das hier sehe. Doch. Soll ich die Verhandlungen vielleicht führen für euch? Nein, danke. Ich mach das. Ich bin Profi. Kannst gerne, mach, komm. Wie viele Geiseln habt ihr insgesamt? Jetzt nur noch zwei. Wenn du hier bist, dann drei halt. Aber du kannst Wir haben zwei Geiseln, ja? Ich mach die Verhandlung dann. Let's go. Es kommt jemand anderes zur Verhandlung. Du kannst uns helfen, wenn du einfach leise bist. Um den Raub zu machen, wie lange braucht ihr noch? Ja, keine Ahnung, Alter. Wie wisst ihr nicht? Das ist keine Zeit. Eine Geisel weg. Hallo, ich führe jetzt die Verhandlung. Ich mach das jetzt besser. Er führt jetzt die Verhandlung. Oh, nee, Digga. Doch. So, meine Freunde. Was geht ab? Ein wunderschöner Herr. Kommt. Das ist die Geisel. Dafür. Nee, ich bin keine Geisel, ich bin eigentlich der Verhandlungsführer. Er ist die Geisel. Moruk, was ist das? Keine Ahnung. Kommen Sie rüber. Ja, gehen Sie jetzt. Gehen Sie jetzt. Hä? Ey, der wollte die Geisel nicht haben. Vielleicht, weil du keine Arme hast. Nein, nicht mich. Da vorne, die Geisel. Die wollte er nicht annehmen. Ach so, weißt du, warum der Gott hier die ganze Zeit ein paar Leute von uns nimmt? Ach, die ganzen Kollegen sind ja immer weg. Ja. Wo sind die ganzen Kollegen hin? Kann das sein, dass ihr jetzt nur zu zweit seid? Ich bin eure Unterstützung, ihr braucht doch Hilfe. Hast du eine Waffe? Nee, gibt ihr mir eine? Nee. Scheiße. Ja, wie soll ich euch dann helfen? Ihr verliert das Ding hier, wenn ihr jetzt, also... Dann helf uns halt. Ja, gib mir eine Waffe, ich helfe euch, let's go. Na, gib dir doch keine Waffe, Alter. Doch, ich bin der beste Schütze, ohne Hände. Warte mal, du hilfst uns, warte mal, bleib mal stehen. Ja, Indem du zu den Polizisten gehst, hier, Lass den einfach los. Das ist die Geisel. Sie kommen bitte mit. Ja, natürlich. Die haben keine Geisel mehr. Mehr, die lügen, die blöffen. Ich war die einzige Geisel, wollte ich nur sagen. Sind Sie sicher? Ja, okay, definitiv sicher. Wirklich sicher? 100%. Alles klar, jetzt wird das Ding gestürmt. Gehen wir da mal rein, ne? Die stürmen das Ding niemals. Für die andere Forderung möchte ich, dass die Corvette wegkommt. Ach, er meint den Ferrari, Ich fahr schon. Hey, Junge, was ist das? Ist aber ein hübscher Ferrari. Ist aber echt ein hübscher Ferrari. Haben die eine Tuning-Werkstatt? Haben die. Alles klar. Oh! Oha!
Ist dieses Auto irgendwie unzerstörbar oder wollten die mich nicht umbringen? Oha, was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt für ein Film? Servus. Ja, die Reifen sind kaputt gegangen. Könnt ihr die irgendwie neu drauf beziehen? Halt. Wie ist denn das passiert, Mann? Ja, Cops haben drauf geschossen. Könnt ihr den Ferrari im gleichen Zuge auch gelb lackieren? Ach, natürlich, das kriegen wir hin. Haben Sie schon eine Vorstellung, welche Art Gelb es gehen soll? Ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen knackiger. Ein helles Ferrari-Gelb, bitte. Ja, okay, Sie haben Geschmack. Julian, reparierst du da noch? Also, besser gesagt, waschen? Oh, wow, das ging aber schnell. Natürlich. Ja, das ist sehr überzeugend, das ist schön. Hui. Die Anlage. Hui, das ist hübsch. Das Auto muss halt blitzeblank sein, ne? Schön, genau. Bei offenem Verdeck einfach Wasser reinblöhren, ja. Ja, ich hab einen Hut auf, da sehen wir mal. Genau. Du siehst ja die Wärme, egal, die jetzt ist, alles trocknet, also passt alles. Es ist halt eine Innenraumwäsche mit dazu, wissen Sie, exklusives Ding halt. Und natürlich. Alle Krüme sind auch danach weg. Ja, klar, logisch, logisch. Ich glaube, theoretisch könnte es sogar Zeit sein für einen richtig geilen Carporn. Würde das $1000 machen. Alles klärchen. Habe ich sogar dabei. Kommen Sie her. Jawohl. Okay, gut. Komm, fuck. Ich weiß die Admins kontrollieren mich, ne? Genießt ihr die Show oder, ist gut, ne? Genau, tut einfach so, als würde ich euch nicht sehen können. Das ist super. Die sind immer noch am Diskutieren, ne? Die sind ja immer noch am Diskutieren. Oh, ich glaube, ich fahre da jetzt einfach, ich glaube, ich gehe da nochmal rein. Immer noch nicht bewacht. Servus, was geht? Servus, du bist eine Geisel, würde ich sagen. Genau, genau. Ich bin wieder da. Oh, oh. Ich glaube, die stürmen euch. Kann das sein? Oh, was geht denn hier ab? Warum wurde jetzt geschossen? Ja, ich bin wieder eine Geisel. Ich bin jetzt wieder eine Geisel. Bleib mal hier, Geisel. Geisel? Ja, fang. Ich verlange mir jetzt 50.000. Fangen Sie mich doch erstmal. Die müssen mich halt erstmal fangen. Junge, wohin mit dir? Willst du Urlaub machen, Alter? Ja, ich mache jetzt Urlaub in meinem Büro. Bleib stehen oder ich schieße. Das geht nicht, du könntest mich verletzen. Och, komm jetzt mit, Alter. Du willst uns helfen. Okay, okay. Ey, Bruder, ich kenne da nicht mehr irgendwoher, for real. Ey, du. Der ist einfach umgefallen. Hallo, Hilfe! Ey! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Warum zeigt ihr oben? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Der Kollege ist umgefallen. Der ist umgefallen. Oh, nee, Digga. Doch, kommen Sie, gucken Sie sich das an, das Schlamassel. Hallo. Ja, nee, Digga, das ist ja jetzt so ein... Okay, wie kriegen wir das hin, dass ihr die Geiseln nicht... Das... Also, der Richtige, der hat nämlich gerade Dingens zusammengeschlagen. Nein, der ist gestolpert. Die Arbeitssicherheit in dieser Bank... Jetzt festnehmen, die Arbeitssicherheit in dieser Bank wurde nicht berücksichtigt, die letzten 4 Jahre lang. Der ist einfach... Dankeschön. Ja, was machen Sie da? Der ist umgefallen. Nein, der ist nicht umgefallen. Wie, werde ich jetzt von einer Geisel zur anderen Geisel? Lassen Sie mich bitte los, ich bin eine Geisel gewesen. Komm mit, mein Bester. Lassen Sie mich los, ich war eine Geisel. Darf ich Sie mal durchsuchen? Können Sie. Er hat wirklich nichts dabei, Mann. Ja, ich sag doch, ich war eine Geisel. Kann ich mir wenigstens noch was zu essen kaufen? Ich bin kurz vorm Verhungern. Ich kann Ihnen was geben, was
Ja, bitte. 103. Das ist safe ein Teamler. So, wollen Sie stecken jetzt erstmal das Essen zu? Ja, bitte. Ich habe nämlich die ganze Zeit nichts gegessen, als ich da drin war. Wir haben nichts. Kein Essen, kein Trinken. Pelikan Flyer. Das ist ja grausam. Das ist ja wirklich ein Teamler. Pelikan Flyer, P. Niklas. Vielen Dank. Ja, essen Sie bitte. Möchten Sie noch irgendwo hin oder? Ja, ich wollte eigentlich in Freiheit gehen, deswegen bin ich rausgerannt, aber irgendwie. Ja, nu. Soll ich irgendwo hinfahren? Aua, Entschuldigung, hallo, aua, hallo, hallo, aua. Hallo. Oh. Nein! Nein! Ich hab versagt! Oh, ich bin ausgerutscht, es tut mir leid. Ja. Ich wollte essen. Ja, na klar wollen Sie essen. Bitte lassen Sie mich noch was trinken, okay? Um den Schlucken herunterzuspülen. Ich würde gerne noch das bisschen Brot herunterspülen, es klebt mir im Hals. Haben Sie mir überhaupt was zu trinken gegeben? Nein, Sie haben definitiv auch was zu trinken. Sie haben mir Brot gegeben. Brot. 5 Brot. 100% habe ich was zu trinken gegeben. Sicher? Ja, ganz sicher. Wir können gern bald ins Auto steigen und dann gebe ich Ihnen noch was zu trinken, wenn Sie unbedingt sagen. Also ich habe Ihnen was gegeben, aber ich gebe Ihnen gerne noch was. Aber also, bitte. Was zu trinken? Fahren Sie mich einfach zurück zur Staatsbank, bitte. Zur Staatsbank. Nee, ich fahre Sie nicht zur Staatsbank. Bitte, bitte. Mein Auto steht dort. Ihr Auto? Ja, der gelbe Ferrari. Ja, okay, wir halten Ausschau, ob es da steht. Es steht definitiv dort. Den haben die geklaut. Die Kriminellen, den haben die geklaut. Ja, hinterher. Ja gut, okay, dann hinterher. Die haben mein Auto geklaut. Das geht doch nicht. Alles gut, da fahren wir hinterher. Ich habe schon die Koordinaten. Das müssen wir wiederholen, ihr Auto. Na sicher, das war teuer. Das hat mich ganze $0 gekostet. Doch so viel, ja? Ja, sicher. Na, wissen Sie was, es ist mir hier für Sie etwas zu gefährlich. Ich fahre Sie jetzt zum Meeting Point. Da kann ich Ihnen ein Auto anbieten, wenn Sie möchten. Das wäre super. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo. Ja, was willst du? Hallo. Was willst du? Steig ein. Und was? Steig ein. Nein. Steig ein. Nein. Steig ein. Nein. Steig ein. Nein. Steig ein. Zieh die Hose runter, dann mache ich das. Steig ein. Zieh die Hose runter. Steig ein. Okay. Ich krieg immer, was ich will. Immer. Also irgendwie kommt mir deine Stimme auch ein bisschen bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht. Oh, oh. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so. Das, da müssen Sie sehr vorsichtig sein, wenn Sie sowas sagen. Warum? Weiß ich nicht. Vorhin haben das 2-3 Leute gesagt, die sind dann einfach verschwunden. Oh, ja, das wollen wir natürlich nicht. Jetzt aber nicht rein, ne? Nee. Ins Anwesen. Ich soll nicht reinfahren, hast du gesagt. Ja, ich... Das geht, glaube ich. Jungs, hallo, Kollegas, hallo, hallo. Komisch, keiner da. Dachte, das ist denen ihr Anwesen. Hallo? Jemand hier? Ah, hallo. Ah, hallo. Ja, ich dachte, ich komme einfach direkt mal rein. Wo ist denn der Rest von euch? Der Rest von uns? Ja, der... Och, jetzt ist das Auto kaputt, so ein Müll. Aufwachen. Das Auto ist kaputt gegangen. Verdammt. Ja, ihr habt die Staatsbank ausgeraubt, ne? Das habe ich nicht, ne? Wo ist der Rest von euch? Sag mir sofort, wo der Rest ist oder du stirbst. Lass mich bis in der App gucken. Wenn du mir nicht sagst, wo die sind, dann drücke ich hier ab. Ich bin verrückt. Darf ich kurz im Funk nachfragen, wo die sind? Na los, Funk. Wir gehen so lange in den Keller, ja? Ich drück ab. Ich schwör's, ich drück ab. Wo ist hier der Geheimweg? Wo ist der Geheimgang? Sag es mir. Der Geheimgang? Wo ist der? Sie müssen hoch. Jungs, wo seid ihr? Hallo, Funkcheck. Die sind in der Innenstadt. Sag, die sollen herkommen. Okay. Sollen alle herkommen. Hallo. Okay. Ja, Jungs, ihr sollt mal zum Anwesen kommen. Stopp. Ich möchte mit euch reden. Genau. Sag, du möchtest mit denen reden. Kommen die? Ja, sie kommen. Also die kommen, zwei, ja? Die gerade wach sind, die kommen jetzt, ja. Super. Wird das Geisel nehmen, ne? In der Bank vorhin. Ich war das gar nicht. Oh, ich wollte dich freilassen. Ich hab mich verdrückt. Kollege, kommst du mit? Bitte. Der Kollege wartet unten. Unten. In Keller, bitte. Keller. Entschuldigung. Beweg dich nicht. Was war das? Gib mir deine Waffe, los. Gib mir sofort deine Waffe. Gib mir die Waffe, habe ich gesagt. Mach sofort oder ich drück ab. 3, 2. Du hast eine Waffe jetzt. Du hast schon eine Waffe. Gib mir jetzt die Waffe. Ich kann dir die nicht geben. 3, 2. Ich kann dir die nicht geben. Ich will die dir geben, aber ich kann sie dir nicht geben. Also gib mir jetzt die Waffe, letzte Chance. Ich kann es, wie gesagt, wirklich nicht geben. Gib mir sofort die Waffe. Du hast schon eine. Gib sie mir jetzt. Du hast schon eine im Rucksack, ich kann sie dir nicht geben. Oh. Das war aber nur einer. Wo ist der Rest? Sollten hier nicht noch 2 weitere kommen? Und wo ist mein Kollege? Ach, hallo. Hallo. Gib mir sofort deine Waffe. Gib mir sofort die Waffe. Ja, warte. Waffe her. Ja, chill doch. Gib mir jetzt die Waffe. Ich bin total verrückt. Ich drück hier ab. Guck mal, ich hab sogar das Auto reingefahren. Oh Gott, du bist total verrückt. Genau, die andere auch. Ich hab keine andere. Ach, diese Tür ist sehr schwergängig. Entschuldige bitte. Ja, jetzt und komm, lauf durch. Zeig dich. Raus aus dem No-Clip. Na los. Sag, er soll sich zeigen, sonst schieß ich. Wer auch immer hier ist, soll sich bitte zeigen, sonst schießt er. 3. Hallo, Jungs. Könnt ihr mich bitte retten? Aha, Jungs, 2. Jungs, hallo, er zählt runter. Wir sind natürlich in... Ja. Ganz vorsichtig hier. Auf jeden Fall nicht. Da sind sie nicht. Oh. Oh, oh. Hab ihn noch erwischt. Nicht weglaufen. No. Ich geb auf.
Ist okay, ihr habt gewonnen. Ich gebe auf. Das war die Admin-Fragmann. Leg dich nicht mit uns an, Alter. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Nicht anders. Hat der eigentlich die ganze Zeit hier? Nee. Ja, weiß ich nicht. Wie viele noch? Wie viel denn noch? Oha! Ich habe auch die zwei aus der Staatsbank rausgenommen, die dich angequatscht haben. Ja, es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant, ja. Ja, vielleicht, wenn du dann erstmal quitten machst, machen wir vielleicht da gar nichts. Alles klar, tschüss. Tschüssi. Okay, tschüss. Ciao. Wunderschön. Könnten sich nur alle so verhalten.